Okay. Frau Schäfer, die Corona-Pandemie hat natürlich das Bernhard-Junker-Haus hier auch ganz stark getroffen mit allen Hygiene- und Schutzkonzepten. Wie ist denn die Stimmungslage und vor allen Dingen, wie haben Sie denn sich und die Bewohnerinnen geschützt jetzt in der Vergangenheit? Die Stimmungslage ist im Moment relativ gut. Also ich habe in der Vergangenheit erfahren, dass die Bewohner die ganze Situation relativ gut überstanden haben, dass auch die Mitarbeiter einen großen Zusammenhalt gefunden haben in dieser Zeit und die Teams eng zusammengearbeitet haben. Die Schutzmaßnahmen waren natürlich sehr unterschiedlich. Die Lockerungen kamen immer mehr. Und wir müssen natürlich, mussten sofort reagieren. Das war manchmal nicht so ganz einfach, aber wir haben das gut hingekriegt. Flexibilität können wir uns, glaube ich, wirklich auf die Fahnen schreiben. Der Spagat auch mit den Angehörigen, mit den Bewohnern, das plausibel zu machen und zu erklären, in welcher Lage wir sind, ich glaube, war auch nochmal für Sie und die Mitarbeiter. Das war eine Herausforderung für uns, ja. Immer wieder erklären. Also ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, mit den Angehörigen zu reden und zu erklären, warum wir diese strengen Auflagen haben und warum wir das Haus nicht komplett öffnen können. Das hat der eine oder andere nicht unbedingt verstanden, aber ich denke, im Großen und Ganzen war die Akzeptanz bei den Angehörigen also schon Sie groß. Also Sie würden sagen, wir sind einigermaßen gut durch wir die Krise? Wir sind gut durch die Krise gekommen und hoffen natürlich, dass es so bleibt. Wenn Sie jetzt einen kurzen Ausblick auf die kommenden Wochen, Monate machen, wie schätzen Sie das ein? Ich vermute, dass uns diese Auflagen erhalten bleiben für die nächsten Monate. Wir müssen nach wie vor achtsam bleiben, wir alle. Das betrifft auch alle Mitarbeiter im privaten Bereich, das ist einfach so. Und wir werden abwarten, was kommt. Wir hoffen natürlich alle auf den Impfstoff, Sie das ist klar. Eingangs gesagt, der Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern hat das nochmal gestärkt und auch deutlich gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre wichtige und wertvolle Arbeit alles Gute in diesen herausfordernden Zeiten in der Pandemie-Krise. Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, Sie haben einen wunderbaren Park, wo die Bewohner gemeinsam mit ihren Angehörigen raus können, sich begegnen können. Und wir hoffen natürlich, dass es im Herbst dann gut weitergeht, dass es möglicherweise einen Impfstoff gibt. Aber bis dahin müssen wir zusammenhalten und uns noch an alle Vorschriften halten, damit wir gut durch die Krise kommen. Vielen Dank nochmal für die Informationen, Frau Schäfer. Alles klar.